Hallo YouTuber, ich bin's, der Proof. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Bei mir gibt's immer das Neueste von Star Citizen, daher folge mir gerne auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um die letzte Folge von Star Citizen Live Game Dev FPS Level Design, die ich für dich in nur 1 Minute und 55 Sekunden zusammenfasse. Viel Spaß beim Video! Am Freitag, den 23.04.21, gab es ein weiteres Star Citizen Live mit dem Landing Zone and Modular Content Team. Antoine, Andreas und Manuel führten uns durch den fundamentalen Prozess von Level Design und gaben uns einen kleinen Einblick in ihre Arbeit. Diese Informationen gab es in der Show zu sehen. Jared bestätigte, dass es eher darum geht, die Luftlinien zu entfernen und eine bessere Balance und neutrale Arbeitsfläche zu haben, mit der man starten kann. Sie begannen damit, vorhandene Bilder als Inspiration zu verwenden. Diese Bilder waren ein Untergrundgebiet, eine Höhle und ein paar mechanische, chemische und industrielle Bits. Sie zeigten uns ein bereits existierendes Projekt, das bereits in das Spiel integriert wurde, um zu demonstrieren, wie alles zusammen funktioniert. Matrixen sind kritisch, also haben sie ein Objekt, das sie als Referenz benutzen, um sicherzustellen, dass das, was sie jetzt gebaut wird, zukünftig nicht noch einmal komplett neu gebaut werden muss. Große Objekte rasten ein, um eine komplett neue Sektion eines Kartenbereichs zu formen. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie schnell alles aufgebaut werden konnte. Speziell Gegenstände wie Aufzüge, Züge und spezialisierte Teile gibt es sogar als Presets und müssen nicht neu gestaltet werden. Sobald der Eingangsraum fertiggestellt wurde, ging es weiter mit dem Raum, der in die Höhle führt. Das war ein wenig komplizierter, denn sie sagten uns, dass Verbindungen in einer Höhle irregulär sind, was es schwieriger macht, dies zu designen. Ebenfalls ist es eine große Herausforderung, den Übergang in eine Höhle gut zu gestalten, und sie sagten uns, welche Herausforderungen dabei entstehen, wenn sie diese Übergänge verschmelzen wollen. Aber diese Dinge sind auch Teil des verfügbaren Werkzeugsets, mit dem sie Umgebungen gestalten. Im weiteren Verlauf ging es auch ein wenig um die Hintergrundgeschichte der Teammitglieder und was sie getan haben, bevor sie zu CIG kamen. Und viel mehr Informationen gab es jetzt allerdings nicht aus dieser Sendung. Ihr könnt es euch natürlich gerne wie immer selber anschauen. Den Link dazu findet ihr wie immer unter meinem Video. Star Citizen Live ist oftmals nur eine Show, in der einige Entwickler zusammensitzen und etwas entwerfen und sich dabei wie in einer Bar unterhalten. Die Show kann man sich zwar gut ansehen, aber viele Informationen gibt es hier selten. Daher war es das auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß und wir sehen uns im Verse. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Like und ein Follow da. Ein Follow kostet nichts, hilft jedoch meinem Kanal enorm dabei zu wachsen. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer über neue Videos von mir informiert werdet. Ihr wollt mich live erleben? Dann schaut doch auch bei Twitch auf meinem Kanal vorbei und chattet mit mir oder fliegt gemeinsam mit mir im Verse herum. Ich freue mich auf euch. Du willst nichts mehr verpassen? Super! Dann schau auf meinen Social Media Kanälen vorbei und bleib up to date, da ich hier stets Infos zu meinen Sendezeiten und neuen Videos poste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See you in the Verse. Proof.